49. Spieltag der Penny DEL. Ein Klassiker. Berlin gegen München. Berlin 2 Niederlagen in Serie. München mit 3 Niederlagen in Serie. Fliegen also diese Partie. Punkte müssen her. Hinein ins erste Drittel. Berlin kommt da gut aus der Kabine raus. Ackern. Sie kämpfen. Föderl mit dem Schuss wird aber noch geblockt. Niederberger im Kasten, der Ex-Berliner, macht da eine gute Figur bei diesem Save. Andere Seite, München dann mal aus der Drehung. Ortega, der prüft Markkanen und da ist der Masken-Save dann entscheidend dazwischen. Im ersten Drittel gab es keine Tore, das sah auch Serge Obaso. Zweites Drittel musste her. Überzahlspiel 4 gegen 3 für die Gäste. Querpass, Tor! Das war ein Strahl. 22. Spielminute, Zach Redmond auf Zuspiel von Ben Street. Lädt da mal einen richtig durch und dann schlägt sein bei Markkanen, Stockhandseite, chancenlos für den Eisbären-Goalie. München dann besser in dieser Partie. Scheibe läuft gut. Blicken wir, Ryan McKiernan, der bringt die Scheibe irgendwie vors Tor und da ist Justin Schütz, 28. Spielminute. Der verwertet diesen Rebound genial. Der lauert, der schaut und der ahnt, dass die Scheibe hier auf seine Kelle drauf springt. 2-0-Führung also für die Gäste. Wo sind die Eisbären? Nöbels, tolle Übersicht, Pass in die Mitte auf Kevin Clark. 29. Spielminute, genau diesen Spielzug, den brauchten die Eisbären, um anzukommen in dieser Partie. Nöbels, Megapass auf sein Buddy Clark und der mit dem leichten Spiel. Berlin dann besser in dieser Partie. Müller mit dem Schuss. Niederberger weiß nicht, wo die Scheibe ist, aber dann gut verteidigt. Der Münchner, tolle Aktion von Müller, aber das Tor, das blieb da noch aus. Wieder Berlin, wieder Müller. Müller tanzt sich dort durch, Rückhandschuss abgefälscht, Tor, Ausgleichstreffer für die Eisbären. Tolle Einzelaktion vom Verteidiger Müller. Aber wir müssen draufschauen. Jonathan Blum, der bekommt hier die Scheibe unglücklich an seine Kelle, wird abgefälscht und landet dann über der Schulter von Niederberger. Ja, wir bleiben in dieser Situation. Gegenangriff von Elis, 12 Sekunden später, Treffer München. Was für eine überragende Antwort. Die Berliner, die sind da noch am Ausgleichsfeiern. Denkste, Yassin Elis, der Topscorer der Red Bulls, macht da kurzen Prozess auch hier. Erster Schuss wird noch geblockt von Ellis, aber der Nachschuss, den verwertet der Nationalspieler überragend. Erneute Führung also für München. Letztes Drittel. Aufbaufehler der Berliner, aber klasse Save von Juho Markkanen im Spagat. Streckt er sich darüber und ist da entscheidend dazwischen. München chippt dann die Scheibe einfach mal raus, kurz vor Drittel oder Spielende. Dann der Aufbaufehler von Berlin und De Souza mit dem 4:2 in der 57. Spielminute. Aber das war ein absolutes Geschenk von den Eisbären, denn im Spielaufbau so ein krasser Fehler, das tut unglaublich weh. Empty Net, Berlin probiert alles, Blum versucht die Scheibe zu klären, Clark. Klasse Abschluss, aber dieser Treffer zum 3-4 kam zu spät, denn die 3 Punkte bleiben an diesem Eishockeyabend definitiv bei den Münchnern. Und nun die Stimmen zum Spiel. Wir waren nicht zufrieden mit unserem letzten Spiel. Wir haben viele Sachen nicht richtig gemacht und waren sehr, sehr fahrlässig und wollten natürlich das heute besser machen. Und das ist uns gelungen. Es war sehr, sehr knapp und sehr, sehr... Ja, gutes Spiel auf Augenhöhe. I mean, it's tough when you don't get any points, but we have 10 games. You gotta stay in the moment, stay present,
you know, think about tonight, what we did well, what we didn't do well, and obviously Sunday's a big one too. Der ERC Red Bull München kommt nach 3 Niederlagen in Serie wieder zurück in die Erfolgsspur. Hingegen die Eisbären, die haben nun 3 Niederlagen in Serie. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.